Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 in der Ego-Perspektive. Wir sind hier gerade noch vor der Garage, wo wir in der letzten Folge die Autos abgeliefert haben von Devin Weston, oder für den Devin Weston besser gesagt. Und wir machen jetzt in dieser Folge wieder eine weitere Mission für den Devin. Wir müssen aber da jetzt gerade zuerst zum Franklin gehen, weil wir mit dem die Mission starten. Ich hoffe gerade, er ist bei einem Fahrzeug. Ja, er läuft einfach da so um, shit. Okay, dann machen wir es mal ganz anders. Nein, nicht so, sondern... wie geht das schon wieder? Telefonbuch wahrscheinlich, ja, da, wir rufen mal mit einem Taxi an. Wir machen es mal ganz altmodisch. Oder so im Speedrun-Style, sage ich jetzt mal. No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Appreciate it. Das ist nett, wenn wir da so drin... Nur Trash. Im Trash ist logischerweise nur Trash. So. Wo könnte das Taxi kommen, dass ich mir vielleicht entgegensäckeln kann? Zu einer Ecke rum. Nein. Ah, dort hinten. So. Hallo! Einmal mal zum D, bitte. Ah, immer die geile mexikanische Musik, die drinnen läuft. So, wir gehen aber überspringen. Zahlen hier ein bisschen mehr, aber das spielt auch keine Rolle. Und dann starten wir diese Mission hier. Put up your hands and stand where I can see you. Alright, you got me, homie. Alright. You know how to work that face recognition shit already? Well, figure it out. So, dann jetzt müssen wir hier den Franklin scannen. So, wo haben wir nicht so? Die da unten haben. So, da kann man das Ganze einfach ein bisschen beschleunigen, indem dass man da einfach dorthin zoomt und dann fliegt das ein bisschen schneller dorthin. Ich tue jetzt aber auch gleich schon die Zähne rausschneiden, bis wir dorthin fliegen, weil das geht einfach 100 Jahre. Und ich sehe uns gerade wieder, wenn wir dort sind. Gut, also wir sind jetzt da. Jetzt müssen wir den mal da unten scannen, also wir haben ja mehrere Ziele, die wir können scannen, aber wir tun jetzt mal zuerst den. Also Reichweite noch. Und, ja, schon mal eine. Alle Steuerhinterziehung, ey. Ja, da eine, ja. Der da ist es, glaube ich. So, dann verfolgen wir ihn halt mal. Oh, die Missionen sind immer so, die ziehen sich immer so in die Länge, Mann.
Wie ein Garage-Tor auf da, ist hure komisch, Mann. So, jetzt müssen wir den einfach noch verfolgen hier. Das ist schon alles. Oh, komm jetzt da, gib mal ein gut sein da, Heli. Dann also, müssen wir zuerst den Franklin anvisieren da. So. Und der ist es. Da. Oh shit, Alter, mit so einem Auto bin ich noch nie gefahren, so. In der Ego-Perspektive. Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering a ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just a... Also, jetzt hoffe ich einfach, dass ich keinen Unfall baue, wie letztes Mal oder im letzten Let's Play. Wow, mein Akku geht langsam wieder leer von meinem Controller. Aber ich muss sagen, die Akkus haben nicht so lange im PS5-Controller. Die gehen relativ zackig leer. So. Shit, man, you need like a lion tamer or something. Oh Jesus, ey. Oh mein Gott, bitte einfach nicht zu fest kaputt fahren, das Auto. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. You're just like Michael. So, gut, aber dann haben wir eigentlich die Mission schon mal geschafft, he? Und dann noch ums Eck kommen. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Aber das Gate kaputt gefahren oder das Tor besser gesagt. You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one day, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal.
You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity, I'm security, I'm fast cars, blow jobs, I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man, I will. Before it's too late, man. Yeah. Just take any car and go! Gut, welches Auto nehmen wir da? Wir nehmen den hier. Also, dann haben wir die Mission eben bestanden, so wie es aussieht. Dann müssen wir noch aus dem Hangar rausrollen hier. So, da. Und dann haben wir die Mission bestanden und wir haben Silber wieder geholt, nicht ein Kratzer, gut, das ist wieder klar gewesen, dass das nicht möglich wird sein. Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dieser Folge von GTA 5 der Ego-Perspektive. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und sonst sehen wir uns einfach immer einen anderen Teil wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!